Wir haben das Video über die Kulturdimension schwacher und starker Kontext mit diesem Cartoon begonnen. Der Marienkäfer ist offensichtlich ein Vertreter einer sehr schwach kontextuellen Kultur. Er spricht, bezieht bei dem, was er spricht, aber nicht die Informationen mit ein, die im Raum vorhanden sind. Durch aufmerksames Beobachten und achtsames Hineindenken in die anderen Insekten auf der Party wäre ihm dieser Fauxpas sicherlich nicht passiert. Unser Cartoon ist dazu geeignet, uns eine Vorstellung von der Kulturdimension Kontext zu machen. Es geht aber um mehr als nur die nicht ausgesprochenen, aber im Raum beobachteten Informationen über die Gesprächspartner. Zum Kontext gehört auch alles Wissen über die Gesprächspartner und deren Hintergründe, sowie alle Erfahrungen, die schon gemeinsam gemacht wurden. Vielleicht sehen wir uns zunächst einen Begriff aus der japanischen Sprache an. Kukiyomenai ist eine Redewendung und kann wörtlich mit kann nicht lesen oder besser kann die Luft nicht lesen übersetzt werden. Die Redewendung ist negativ und bezieht sich auf ein Phänomen japanischer Kultur und auf das Ignorieren sozialer Normen und impliziter Hinweise. In diesem Sinne kann der Marienkäfer unseres Cartoons als ein Kukiyomenai bezeichnet werden. Es wird immer wieder vorgeschlagen, Kukiyomenai mit zwischen den Zeilen lesen zu übersetzen. Diese Übersetzung trifft aber die Intention der Redewendung nur zum Teil. Wenn etwas zwischen den Zeilen gelesen wird, wird auch etwas geschrieben oder gesagt. Und genau das ist für gute Beobachterinnen und Beobachter sowie achtsame Menschen in hochkontextuellen Kulturen gar nicht nötig. Japan zeichnet sich durch eine ausgesprochen hochkontextuelle Kultur aus, in der von Menschen erwartet wird, dass sie auch vage und unausgesprochene Regeln kennen oder erkennen. Für Ausländer in Japan fühlt sich diese Art der Kommunikation beinahe wie Telepathie an. In hochkontextuellen Kulturen wird das Sammeln von Informationen deutlich und deutlich stärker auch forciert als das Erfragen von Informationen. Das heißt, die Menschen sind regelrechte Informationssammler. Auf dieser Grafik finden wir auf der Y-Achse den Kontext, also aufsteigend von schwach zu starken Kontext. Auf der X-Achse finden Sie Ausdrucksweisen von explizit zu implizit. Auf unserem Graph sind die Kommunikationskulturen entsprechend ihres Kontext und ihrer Ausdrucksweise gelistet. Bereits im Englischen finden wir eine deutlich indirektere Ausdrucksweise, wenn Sie beispielsweise eine Engländerin mit einem Irrtum ansprechen und dabei fragen, you said you're from New York, right? Also auf Deutsch, Sie sagten, Sie kämen aus New York, richtig? So wird die Engländerin nicht mit Nein antworten, sondern mit Actually, I'm from Manchester. Sie sagte also, eigentlich komme ich aus Manchester oder von Manchester. Und damit benutzt sie nicht das Wort Nein, das in vielen hochkontextuelleren Kulturen als eher unfreundlich und unhöflich wahrgenommen wird. Kaika Uedo weist in ihrem Aufsatz 16 Ways to Avoid Saying No in Japan, also 16 Wege, wie wir es in Japan vermeiden können, Nein zu sagen, darauf hin, dass Japaner so erzogen werden, dass sie es als unverschämt empfinden, Anfragen mit einem direkten Nein zu beantworten. Wie können wir nun die Kulturdimension Kontext definieren? Die Kulturdimension beschreibt die Art und Weise, wie die Kommunikation stattfindet und wie Informationen gegeben und geholt werden. Passiert dies hauptsächlich durch Worte, also verbal, oder sind die wichtigen Informationen in der Umgebung oder der gemeinsamen Erfahrung der Kommunikationspartner oder im Nonverbalen, wie der Körpersprache, in Sprechpausen oder in der Lautstärke oder in Andeutungen zu finden? Und wenn ja, dann ist das der Hinweis, dass das eher eine hochkontextuelle Kultur ist. Kommunikationskulturen, die hauptsächlich das gesprochene Wort benötigen, gelten als schwachkontextuelle Kulturen. Solche, in denen die Kommunikation primär über den Kontext stattfindet, gelten als hochkontextuelle Kulturen. Die Auswirkungen dieser Kulturdimension liegen außer im Bereich der Kommunikation auch im Bereich der Speicherung von Informationen oder besser, was wir uns wie lange merken. In schwachkontextuellen Kulturen werden Informationen zu einem bestimmten Zweck aufgenommen, gemerkt und auch wieder vergessen. In hochkontextuellen Kulturen hingegen werden auch Details aufgenommen, gemerkt und auf lange Zeit gespeichert.
Bei einem späteren Zusammentreffen wurde auch erwartet, dass man sich daran erinnert und diese Erinnerung ins Gespräch mit einbezieht und vielleicht Anspielungen darauf macht oder auf gemeinsames Wissen abzielt in der Kommunikation. Deswegen können Menschen aus hochkontextuellen Kulturen als regelrechte, wie gesagt, als Informationssammler bezeichnet werden. Auch im Geschäftsleben werden die Unterschiede deutlich. Sicherlich kennen Sie die Begriffe der Bringschuld und der Hohlschuld. Dahinter steckt auch die Frage, wie wir zu Informationen kommen. In schwachkontextuellen Unternehmenskulturen werden Informationen gegeben. Rundschreiben, das Intranet und detaillierte Besprechungsunterlagen sind üblich, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in hochkontextuellen Kulturen sich die Informationen tendenziell eher holen müssen. Dazu geht man mit Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause zum Essen, unterhält sich in der Mitarbeiterküche und versucht selbst aktiv Informationen zu sammeln. In Besprechungen wird erwartet, dass die Informationen vorher verinnerlicht wurden. Die Kenntnis der Sachlage versteht sich deshalb von selbst. In hochkontextuellen Kulturen gilt es als wichtiger, die Gefühle der anderen nicht zu verletzen, sogar wichtiger als korrekte Informationen zu geben. So kann es einem Menschen auf der Suche nach einer Arbeit in Brasilien beispielsweise passieren, dass bekannte Hoffnungen auf einen Kontakt machen, der dann am nächsten Tag gar nicht erscheint. Es kann sein, dass Menschen bestätigen, dass man auf dem richtigen Weg ins Hotel sei, was aber nicht der Fall ist. Im Kontakt mit einer chinesischen Geschäftspartnerin fragen Sie vielleicht nach einem Angebot, das bereits gestern hätte abgegeben werden müssen. Sie bekommen die Antwort, dass morgen auch die vor 2 Monaten bestellte Lieferung eintreffen wird. Mit dieser Antwort sagt die Chinesin auf gesichtswahrende Art und Weise, dass Sie das Angebot bald erhalten werden. Würden Sie auf eine Antwort auf die Frage nach dem Angebot beharren, würden Sie im chinesischen Kontext vor allem zeigen, dass es Ihnen an einer wichtigen Sozialkompetenz fehlt. Als Menschen, die aus einer schwachkontextuellen Kultur kommen, als Cookie Yomenai sozusagen, werden wir vielleicht nie lernen, die Luft zu lesen. Wir machen aber schon einen großen Schritt nach vorne, wenn wir lernen, aufmerksamer wahrzunehmen und auch das Nichtgesagte zu verstehen. Ein thematisch verwandtes Video finden Sie zu dem Thema Kultur und Kommunikation sowie in Übungen zu direkter und indirekter Kommunikation. Insbesondere in den Übungen werden Sie erkennen, wie viele Lernmöglichkeiten, also Luft nach oben, wir als in Deutschland sozialisierte Menschen in diesem Bereich der Kommunikation haben. Auf YouTube freue ich mich über Ihr Like, über Ihr Abonnement, über Ihre Kommentare und Fragen. Auf den Online-Learning-Plattformen freue ich mich über Ihre geschätzte Mitarbeit und Ihr Feedback zum Seminar.